Ich habe mir ja schon viel vorher bei dir durchgelesen und dachte, Sehr, sehr jawohl, gerne. da muss ich hin, das möchte ich unbedingt lernen und mich da auch dieser Mittel bedienen, weil scheinbar komme ich mit normalen Methoden schulmedizinischer Art oder auch viele Ansätze von Heilpraktikern nicht zurecht. Da muss es noch mehr geben. Ich komme ja von der Allergie, die ich im Frühjahr bis Herbst immer sehr stark gespürt habe. Und so eine starke innere Unruhe, ne? Also ich war immer sehr hibbelig und überdreht und da habe ich halt gehofft und ja auch Ansätze gefunden bei dir, wie ich die Allergiezeit in diesem Jahr reduzieren konnte. Ne? Ab Juli konnte ich ja dann meine Medikamente absetzen und jetzt halt mich auch mal draußen aufhalten kann und ohne Maske. Und ich habe eine große innere Ruhe bekommen oder eine Ruhe, die ich länger aufbewahren oder bewahren kann und bin so insgesamt viel ruhiger geworden. Vagusnerv besser trainieren konnte, lernen konnte, also dass man mehr im Parasympathikus bleibt und nicht immer in diesem Stressmodus verharrt, was ja dann sich immer weiter aufschaukelt und ja, dass man sich ja nochmal einen ganz anderen Ansatz und vor allen Dingen hat man wirklich konkrete Dinge an die Hand bekommen durch die Soundtherapie, durch die Meditation. Ja, dass das ein Ansatz war, der nicht so fokussiert auf die Symptombekämpfung ausgerichtet war, sondern mehr nach innen gerichtet. Und das Schöne ist halt, dass man über so eine lange Zeit begleitet wird und immer wieder Impulse bekommt, das auch in den Alltag zu integrieren. Was ja so normal, wenn mir das jetzt ein Heilpraktiker empfiehlt oder so, nicht funktionieren würde. Ne? Da heißt es ja dann immer nur, mach doch mal das und jenes. Und diese Implementierung in den Alltag, das ist so wertvoll gewesen mit den vielen Impulsen von dir. Das hat mich wirklich dazu gebracht, das auch wirklich jeden Tag oder fast jeden Tag auch zu machen. Und dann erst spürte ich ja auch die Verbesserung, ne, die deutliche Arbeit nach oben. Ja, in der Gruppe ist das nochmal viel besser, da dran zu bleiben an den Themen, ne, weil wir das ja gemeinsam machen und die Termine dann auch stehen. Ja, allumfassende Sichtweise. Ich glaube, so funktioniert Heilung auch. Also ich habe das vorher immer nur ganz schmalspurig betrachtet und immer nur so symptomorientiert gewesen. Und das funktioniert nicht bei Allergien, bei Autoimmunerkrankungen. Ich habe jetzt das Gefühl, ich weiß jetzt so viel. Ich bin auf einem guten Weg, dass das mal sehr viel besser werden kann noch. Und wie vorhin auch schon gesagt, ich fühle mich jetzt gesünder als meine ganze Umgebung. Und irgendwie hat sich das total ins Gegenteil verkehrt für mich, was gesund und was krank ist. Also ja, und dann sich so gegenseitig auch Hoffnung zu machen, dass es auch besser wird, das fand ich auch sehr wichtig. Meine Problematik ist meine, wie es so schön heißt, austherapierte Neurodermitis, die in eine Autoimmunproblematik gerutscht ist, wo ich gemerkt oder wo mein Arzt auch gemerkt hat, dass mir die Medikamente nicht mehr weiterhelfen. Und meine Verzweiflung darüber, so nicht leben zu können, so nicht arbeiten zu können, durch die Schmerzen und die Einschränkungen bedingt, die das mit sich bringt. Und ich habe dich ja schon gekannt vom Einzelcoaching, da hast du noch gar nicht so Gruppencoachings angeboten.
Und ich dachte, das könnte schon noch bereichernd sein, auch mit anderen im Austausch zu sein, weil da ja jeder was beizutragen hat. Was sich ja dann auch so erwiesen hat. War ein sehr, sehr zäher Weg. Es war sehr, sehr lange sehr schlecht. Aber ich habe gemerkt, dass diese Übungen was mit mir machen. Die haben erstmal nicht viel mit meinen Symptomen gemacht, aber sie haben viel mit mir, mit meiner Sicht auf meinen Körper, auf meine Beschwerden gemacht und mich das sehr unterstützt, weiterzumachen. Sie haben den psychischen Druck, will ich das mal nennen, was neben dem körperlichen Beschwerden da ist, abgepuffert, gemildert. Ich war in liebevollen Kontakt mit mir selber, obwohl sich das für mich früher ausgeschlossen hat. Wenn es meinem Körper schlecht geht, dann will ich auch mit mir nichts zu tun haben, weil da funktioniert ja nichts. Und das fand ich sehr schön zu sehen, dass ich da wie einen Fuß in die Tür bekommen habe und weitergehen konnte. Ich sehr viel Ruhe und Klarheit erstmal reinbringt in das, was ich doch noch tun kann und doch noch für mich tun kann, für mein Vorwärtskommen. Im Inneren, da gibt es was, was vorwärts kommt. So, wie du dann immer so jetzt diese Sitzungen so anfängst und so voll empathisch auch reden kannst, so herzlich und dass man sich so wirklich eingebunden fühlt. Ja, also dass ich das alles entspannter sehen kann, ne? Und ja, dadurch ist wirklich noch mal mehr Ruhe in mich reingekommen. Und auch durch die Soundtherapie, die hat mich ja auch noch mal so ein bisschen gesetzt. Da habe ich richtig, richtig in die Tiefenentspannung gehen können und habe richtig es aus mir rausfließen sehen können in meiner Vorstellung. Das war für mich auch ganz stark. Ja, und diese Suche oder diese, ja, auf der Suche nach der Wahrnehmung der Dinge, die mein Stressfass füllen. Also dass ich das besser wahrnehmen kann, das fand ich auch sehr wichtig. Ich denke, dass ich da schon ein gutes Stück vorwärts gekommen bin, dass ich überhaupt erstmal erfahren durfte, was es heißt, für sich zu schauen. Ich denke, dass ich sehr lange oder mein ganzes Leben bislang immer dahin geguckt habe, was mein Ideal wäre. Einfach so sein wie die anderen, ganz normal in Anführungszeichen. Ich glaube, da ist ziemlich viel passiert und in der Punkt, mich besser kennenzulernen, der ist sicher auf einen ganz neuen Weg erfüllt worden, in Erfüllung gegangen oder angegangen worden von mir, ja. Wow, Durch unser schön. Coaching, ja. Ja, vor allen Dingen bei diesem Müdigkeitsgeschichte, bei diesem Erschöpfungssyndrom oder was auch immer das ist ja keine Diagnose, aber ich nehme mal an, das war das nach Corona auch, wo diese grenzenlose Erschöpfung war und egal wie viel du geschlafen hast, du warst nie ausgeschlafen. Da habe ich eine ganz deutliche Besserung. Ich meine, ich kann wieder 1 bis 2 Stunden am Tag sogar an einem Klienten arbeiten, nicht nur irgendwas für mich machen, eine Suppe kochen oder einkaufen gehen, was auch schon ein großer Schritt vorwärts war. Aber doch mich mit jemand anderen auseinandersetzen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und körperliche Symptome sind auch verändert. Ich kann wieder meine Arme bewegen. Es zieht mich nicht mehr alles zurück. Es ist besser. Ich kann nachts schon wieder in verschiedenen Positionen liegen, nicht nur immer in einer. Ich kann wieder laufen. Wow, Seit 10 Tagen kann ich wieder so die Knie beugen. und du nimmst jetzt keine stärkeren Medikamente mehr. Du bist jetzt nur auf ein paar Nahrungsergänzungsmitteln und
Ernährung und so weiter. Genau. Also dein persönliches Eingreifen, nicht nur ich, sondern bei jedem, wo ich immer gemerkt habe, ah, das geht in Richtung Stress, deswegen intervenierst du. Das war für mich sehr förderlich und hilfreich. Zum Beispiel, dass du auch gesagt hast, dass nicht die 25. Diagnose unbedingt eine Heilung bringt oder eine Verbesserung bringt. Das war so, oh, ja, das würde mich jetzt nämlich tierisch stressen, wieder zum 15. Arzt zu gehen und da nochmal zu hören, oh, du hast jetzt auch noch, was weiß ich, einen Knoten im Kopf oder sonst was. Das war für mich ganz persönlich sehr, sehr hilfreich. Das immer wieder bestätigen, dass der Körper eine Lösung mit den Symptomen sucht. Das war mir als Osteopathin schon klar, aber für mich selber hat es natürlich nie gegolten, bis ich es einfach irgendwann doch auch mal so verstehen konnte. Für mich war die Mastzellenmeditation sehr wichtig. Und dann ist es die Atemtherapie geworden. Die habe ich richtig lieb. Die kriege ich auch hin. Ja, das ist auch so eine wichtige Sache, ne? Das war auch so wichtig. Also eigentlich kann man gar nicht aufhören mit Aufzählen. Du hattest so viele gute Tools dabei. Also so mitten in der Schule, wo ich dann so im größten Tumult in der Pausenaufsicht stand, ploppte dann von dir was auf. Und schon konnte ich in meine eigene Entspannungsphase wieder eintauchen, wo ich dachte, ah, es gibt auch noch mehr. Du musst dir nicht diesen lauten Stress in der Pause jetzt hier reinziehen. Dadurch war ich automatisch in einer anderen Welt. Das war schon immer toll. Und die Körperübungen waren cool, weil da passiert was und ich muss mal weg vom Denken kommen. Ich kann nichts richtig oder falsch machen. Ja, das kann ich wieder. Ich kann seit einer Woche wieder kalt duschen am Wagen. Das ist unglaublich. Und die kleine Runde und das offene Aufeinanderschauen und das offene Austauschen, das ist für mich immer ein riesengroßes Geschenk, dass da einfach Vertrautheit ist, man sagt was, man kann nachfragen. Ja, das ist unglaublich wichtig. Diese Runde hat auch sehr viel ausgemacht, ja.